hier in den Chat. Was ist dein Motiv? In der Zwischenzeit gucken wir uns an, was überhaupt Motiv bedeutet. Herkunft, das ist ein Leitgedanke, ein Beweggrund und ein Antrieb. Von lateinisch motio zu lateinisch movere, bewegen. Also, warum willst du dich überhaupt bewegen? Ja, und Wohnungen besichtigen, mit Maklern sprechen, mit Bankern sprechen und überall Informationen sammeln und dann sagen, oh, wie geht das jetzt alles weiter? Also, dein Motiv, warum, wofür, wieso, schreib's mir in den Chat oder wenn du etwas zurückhaltender bist, dann schreib das einfach für dich auf. Deine Zielsetzung, deine Motivation. So, 5 Probleme, die aktuell wahrscheinlich jeder hat. Ja, auch da freue ich mich ganz kurz im Chat, wenn du mir reinschreibst, was aus deiner Sicht die 5 Probleme sind. Ja, ja, von Syntonic, heftig. Syntonic, also es waren nur 1000 D-Mark. Aber du hast natürlich recht, von der Kaufkraft waren das eher 1000 Euro heute. Ja, da habe ich in der Tat so ziemlich alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. So, oh ja, toll. Auch Motiv, ich suche eine möglichst einfache, effiziente und sichere Möglichkeit, meine finanzielle Zukunft abzusichern. Spitzenmäßig, genau deshalb veranstalte ich dieses Seminar den ganzen Aufwand. So, ganz, ganz klasse. Und hier SHH schreibt auch, möchte später flexibel sein mit meinen Finanzen. Ganz toll. So, die 5 Probleme, die aktuell fast jeder hat, ich löse es schon mal ein bisschen auf. Das ist einmal natürlich die Miete. Ja, was zahlst du in den nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahren an Miete, wenn du an dieser Situation nichts änderst? Also Mietsituation. Jetzt kannst du einfach mal spaßeshalber deinen Taschenrechner schnappen und deine Miete zusammenrechnen. Ich habe das mal symbolhaft gemacht, habe gesagt, so im Bundesdurchschnitt, nicht nur in Norddeutschland, sondern kostet eine durchschnittliche Wohnung 833,33 € an Miete. Definition von Durchschnitt kennst du vielleicht. Das ist, ja, wenn du deinen Kopf in einen Ofen bei 250 Grad steckst und deine Füße in einen Bottich mit Eiswürfeln, dann bist du eigentlich tot. Also die Eiswürfel, was weiß ich, 0 Grad Wassertemperatur oder sogar einen Tick drunter und der Kopf ist auch tot. Ja, aber im Durchschnitt hast du dann eben irgendwo 37,5 Grad Celsius. So, bei 833 Euro. Immer die Netto-Miete, also die reine Kaltmiete, nicht die Miete mit den Nebenkosten, weil die musst du ja letztendlich auch, wenn du im Eigenheim wohnst und das Eigenheim abbezahlt ist, musst du die ja auch tragen. Ich rechne jetzt mal ganz kurz im Durchschnitt für dich. 833 Euro mal 12 Monate ergibt dann circa, ne, das ist keine Zusammenfassung. Okay, das ergibt 10.000 Euro und und die 10.000 Euro, die nimmst du dann einfach mal deine aktuell erwartete weitere Lebenserwartung. Ja, was weiß ich, wenn du um die 30 bist, dann sage ich mal 60 Jahre, 60 mal 10.000 Euro, das ergibt dann ganz bannig viel Geld, nämlich 600.000 Euro. Und hier einfach die Frage, ob du dir das selbst jemals bewusst gemacht hast. Ja, mir war das damals auch nicht so klar. Ich sehe gerade im Chat weiterhin, / keine Armut in der Rente erleben, spitzenmäßig. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das sehen wir uns gleich an. Perfekt. Das zweite Problem, und haben wir jetzt in Anführungsstrichen schon ein bisschen drauf vorgegriffen, ist das Thema, dass es eben fast keine Zinsen gibt. Ja? Das hast du vielleicht als Anzeigen schon mal gesehen. Ja, hier ist Marva minus 0,4%. Da will ich aber jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Außer ein Tipp hierzu von mir, mach solche Späßchen auf gar keinen Fall, weil damit verbaust du dir die gesamte Zukunft, überhaupt eine vermietete Immobilie kaufen zu können, zumindest dann irgendwo für 2, 3 Jahre, weil diese minus 0,4%, diese Kleinstkredite, deine Schufa, kaputt machen. So. Dann haben wir das dritte Problem. Das ist die Inflation. Das ist ein Bild, ein Foto aus dem Bundesarchiv. Ja,
wenn man das die Quelle nennt, darf man das eben benutzen. Was macht der da gerade? Der tapeziert in den 20er Jahren, Anfang der 20er Jahre, also knappe 100 Jahre her bisher, tapeziert er seine Wand mit alten Geldscheinen. Ich glaube, da ist 1 Million steht da drauf. Ja, so, das ist nur ganz kurz die Inflation. Und wir gucken uns mal ganz kurz auch echtes Geld an. Ja, der eine oder andere Teilnehmer meiner Live-Seminare kennt das schon. Das ist hier echtes Geld. Das ist eine 1000 Mark Geldnote. Und normalerweise im Live-Seminar verteile ich dann immer Gummibärchen. Das geht natürlich jetzt hier nicht. Aber wie gesagt, es besteht die Möglichkeit, dass du einen 268, ich muss der Inflation ja Rechnung tragen, Gutschein gewinnen kannst. So, gucken wir uns mal an. So, hier, ne, das ist hier echtes Geld. Warum ist das echtes Geld? Das ist ganz einfach, weil du dieses Geld gegen Gold umtauschen konntest. Also, mit diesen 1000 Mark, das war zu Kaisers Zeiten, die Geldnote war ausgestellt am 21. April 1910, ich zeige das nochmal. Und damit konntest du tatsächlich zu der jeweiligen Zentralbank gehen und das gegen echtes Gold umtauschen. So, das geht nun heute nicht mehr und von daher gehen wir da mal weiter. So, das sind dann die Auswirkungen der Inflation. Mitte 1923, das war hier am 9. August 1923, konntest du nicht mehr mit den anderen Geldscheinen bezahlen. Da gab es dann schon einen Geldschein über 1 Million Mark. Darauf folgten dann andere Geldscheine, 2 Millionen Mark. Das war dann auch am 9. August 23. Ging weiter am 20. August 23, 5 Millionen Mark. 100 Millionen Mark, das war dann, klein, kann ich jetzt nicht lesen, noch später 1923. Und jetzt die große Preisfrage, auch da besteht die Möglichkeit, dass deine Chancen auf den Gutschein steigen. Wie hoch war der höchste jemals ausgegebene Geldschein in Deutschland im Deutschen Reich? 100 Billionen Mark. Und das ist doch mit Sicherheit eine Möglichkeit, mal zu sagen, das teile ich jetzt. So, und wenn du noch nicht zugeschlagen hast, beziehungsweise schreib mir jetzt kurz in den Chat, ja, ob du das bisher so wusstest, ob dir das bisher so klar war oder ob du sagst, habe ich noch nie gehört. Also 100 Billionen Mark und die daran anschließende Frage ist eigentlich folgende. Was schätzt du, was gab es damals für diese 100 Billionen Mark? Was konntest du dafür kaufen? In den Chat. Ja? Ne? Chat hängt vielleicht ein bisschen, egal, ich löse es auf. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Gespräch an der Tankstelle mit dem Tankstellenpächter. Dem zeigte ich einen ähnlichen Geldschein und er sagte, ja, da gab es damals ein Brot für. Da sagte ich so, da gab es ein Apfel und ein Ei. Nein, es gab nicht ein Apfel und ein Ei, sondern es gab ein Apfel oder ein Ei. Ja? Das waren damals 100 Billionen Mark, die wurden ausgegeben am 15. Februar 1924. Heftig, ne? So, da ist auch nochmal Geldquiz. So, das überspringen wir ganz kurz. Zack, hier nochmal so eine Übersicht über die Entwicklung der Geldscheine. Ja, die kennt 1000 D-Mark Banknote, die kennt vielleicht der eine oder andere noch vor der Rückseite. Das war der letzte, sag mal, echte D-Mark-Schein. Ja, so sah der aus vor der Rückseite und dann kam dieser lila Schein. Dazu schau dir mal auf meinem Kanal das Thema Geldnoten, Banknoten, Bargeld an. Das ist ganz spannend. So, kurze Zusammenfassung brauchen wir jetzt nicht. So, und hier die nächste kurze Preisfrage. Wie viele Währungsreformen haben die Deutschen in den letzten 100 Jahren
erlebt oder haben sie durchlitten, müsste man eigentlich fast eher sagen. Dazu eine Idee. Ja, Chat ist im Moment ein bisschen ruhig. Seid ihr noch alle da? Ja, also wie viele Währungsreformen hatten die Deutschen in den letzten 100 Jahren? Idee? Ah, ich will jetzt nicht. Ja, vielleicht hängt der Chat. Also, wir machen weiter. Wie viele Währungsreformen? Ja, und das ist hier ein Zeitdokument. Ja, also die erste Währungsreform gab es im Jahr 1923, also 24. Da gab es sogar eigentlich zwei neue Währungen. Also vorher war es, na, jetzt kommen noch die Kommentare. Waren das drei? Oh, super, klasse. Syntonic, ja, jein, sage ich mal. Ja, wir hören uns das nochmal an. Also, wir hatten damals die Mark, die Kaisermark, die hatte ich eben schon gezeigt. Danach gab es dann, wie gesagt, diese ganzen großen Geldscheine. Dann gab es 23, 24 die Einführung der Reichsmark bzw. der Rentenmark. Da gab es also zwei Währungen parallel. Das war die erste Währungsreform. Dann, also nach Ende von Weltkrieg Teil 1, dann ging es weiter. Das Jahr 48, also nach Ende des oder nach dem Waffenstillstand, Ende Weltkrieg Teil 2, 1948. Zwischenzeitlich gab es noch Zigaretten als Währung. Dann kam nach Reichs- und Rentenmark die D-Mark, das war also die zweite Währungsreform. Dann, und die hast du vielleicht jetzt übersehen, sonst ist die Antwort nämlich perfekt und absolut korrekt. Dann gab es 1990 für unsere Brüder und Schwestern, die aus dem Osten kamen, die D-Mark statt Ostmark. Das war im Grunde die dritte Währungsreform. Und dann, was dem einen oder anderen heutzutage eben klar ist, dann gab es irgendwann den Euro. Ja, uns wurde das in den Massenmedien verkauft als Währungsunion, weil wir alle in Europa ganz gleich sind. Ja, genau. Und da gab es dann eben den Euro. Ich habe das in meinen Seminaren damals erwähnt und wäre in den Live-Seminaren, deswegen habe ich jetzt einen Vorteil hier online, wäre ich in den Live-Seminaren, wenn die Teilnehmer faule Eier gehabt hätten und Tomaten, wäre ich damit wahrscheinlich beworfen worden. Ist mir erspart geblieben. Also von daher, korrekte Antwort, es waren tatsächlich insgesamt vier Währungsreformen in den letzten 100 Jahren. Statistisch gesehen, im Grunde genommen alle 25 Jahre, 100 durch 4 ist 25. Das Einzige, was dort die Statistik eben deutlich sprengt, ist die D-Mark, weil die gab es von 1948 bis 2002 oder selbst wenn man nur bis 1990 rechnen, dann waren das satte 42 Jahre. Der Euro wurde am 1. Januar 2002 eingeführt. Ja, kannst du auch mal rechnen, wann die nächste Währungsreform wahrscheinlich dran ist. So, zurück zu Tante Erna. Warum zeige ich das? Das ist einfach aufgrund dieses Wortes Kopfgeld zweite Rate. Als unsere Brüder und Schwestern aus dem Osten kamen, hieß das, vielleicht weißt du das noch, 1990, was haben die bekommen? Ich meine, jeder 100 D-Mark. Und das nannte sich damals Begrüßungsgeld. Wie gesagt, 42 Jahre vorher hieß das Kopfgeld. Ja, also die Begriffe wandeln sich, die Bedeutung bleibt wahrscheinlich gleich. So, zack. So, jetzt Inflation noch mal ganz kurz ein bisschen plastisch dargestellt. Wer kennt die hier noch? Ja, Inflation, die kurzen Kirschlollis. Was kostete so ein Kirschlolli vor 10, 15, 20 Jahren pro Stück? In den Chat. Okay, ich löse es auf. Die kosteten vor 20, 25, 30 Jahren kosteten die 2 Pfennig. Na, hier kommt schon eine Antwort. 5 Pfennig, okay. Ja, vielleicht ist SHH etwas jünger. Also ich erinnere mich daran, dass die Dinger 2 Pfennig kosteten oder umgerechnet einfach 1 Cent. Und ich hatte wirklich Probleme, überhaupt welche zu kriegen. Am Kiosk gibt es die nicht mehr.
Deswegen habe ich die online bestellt, aber auch das ist schon wieder ein paar Jahre her. Und du siehst hier, ich musste 100 Stück bestellen. Ja, also einzeln waren die gar nicht zu haben. Ja, was dann letztendlich die Konsequenz hatte, dass, ja, wenn du mehr kaufst, ist das natürlich günstiger. Ich zeige es mal kurz, 3,99, also jeder einzelne Lolli hat mich dann knapp 4 Cent oder 8 Pfennig gekostet. Das heißt, so in 20 Jahren hat sich dieser Preis mal eben vervierfacht. Ja, das ist einfach mal ein konkretes und klassisches Beispiel zum Thema Inflation, weil das sonst manchmal ein bisschen abstrakt ist. So. Dann nochmal eine Tabelle, damit du auch das kurz siehst. Das ist die Entwicklung von 1955 bis ins Jahr 2001, also 45 Jahre. Was ist aus einem 1000-Mark-Schein geworden in diesen 45 Jahren oder knapp 45 Jahren? Aus 1000 Mark wurden von der Kaufkraft 260 Mark. Also in diesen gut 50 Jahren hat sich die Währung geviertelt. Das aber auch nur mit den offiziellen Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Dann, was hast du selbst vielleicht für Erfahrungen zum Thema Inflation gemacht? Ja, was hast du da mitgenommen? Hast du selbst irgendwelche Praxisbeispiele, was Inflation für Auswirkungen für dich hatte? Dann schreib mir das auch noch mal ganz kurz hier in den Chat. Da bin ich selbst mal gespannt, ob du ähnliche Beispiele findest, die du selbst erlebt hast. Ich sehe jede Menge Smileys, das ist spitzenmäßig. Irgendwelche Beispiele für Inflation? Oh ja, hier kommt was. Das ist toll. Ja, das ist super. SHH schreibt hier, früher gab ich 150 D-Mark aus für den Kauf wöchentlich von Lebensmitteln. Heute sind es 150 Euro. Das ist zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel mal zum Thema Inflation. Spitzenmäßig. SHH, super, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt hier ein paar Textsachen, die überspringe ich jetzt mal. Und vielleicht hat Sintonic auch noch eine Erfahrung, die sie selbst gemacht hat zum Thema Inflation. Das ist übrigens ein Phänomen, was es nicht nur hier in Europa gibt, sondern eben auch in den USA. Das heißt, auch in den USA ist es so, dass es dort ein... Oh, hier, klasse. Oh ja, hier. Parfum ist heute in Euro teurer als damals zu D-Mark-Zeiten, spitzenmäßig. Ja, das ist ein super Beispiel. Sinja hat aktuell keins, überhaupt kein Problem. Toll, dass ihr mitmacht. Und was gibt es sonst noch schöne Beispiele? Ja, Taxifahrt weiß ich jetzt nicht. Briefporto vielleicht. Ja, da waren wir, glaube ich, zu D-Mark-Zeiten bei, 60, 70 Pfennig zum Schluss. Heute sind es eben, 80 Cent. Bin da nicht so ganz auf dem Laufenden. Ich bringe meistens selbst die Post nicht weg, aber ich meine aktuell 80 Cent. Benzin ist gerade entsprechend günstig geworden aufgrund von irgendwelchen Ereignissen. No, es gibt vielleicht noch als kleiner Hinweis, es gibt immer wieder die Aussage, ja, das eine ist die gefühlte Inflation, das andere ist die echte Inflation. Wichtig ist einfach für dich, Inflation, mach dir mal selbst den Spaß, weil dann brauchst du dich auf die Zahlen vom Statistischen Bundesamt selbst nicht zu verlassen, sondern mach doch mal folgenden Test einfach für dich und mach einen Einkaufszettel von Dingen, die du in der Woche verbrauchst. Ja, und was weiß ich, hier Margarine und Knäcke und Salat und ähnliche Sachen, da schreibst du mal alles auf, sodass du mit diesen Lebensmitteln eine Woche klarkommst. Schreibst genau auf, was das ist, gehst damit zu deinem Standard-Supermarkt und dann mach bitte ein Jahr später genau den gleichen Test, kauf nochmal die gleichen Sachen ein und dann wirst du sehen, wie hoch deine persönliche Inflationsrate ist. Und das ist letztendlich das, was entscheidend ist. Statistische Werte sind immer nur irgendwelche Durchschnitte und die kann man glauben, muss man aber nicht. So, jetzt kommen wir aber zurück, nämlich zur klassischen Definition von Inflation. Und zwar ist die klassische Definition,
also von Volkswirten und Betriebswirten, die Differenz zwischen dem Wachstum der Geldmenge M3 und dem Wachstum des BIP. BIP, denke ich mal, weiß jeder, was das ist. Das ist das Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, das ist die Summe aller Waren und Dienstleistungen, die in einem Jahr geliefert wurden. Und die Geldmenge M3 ist im Grunde das, was an frischem Geld in die Wirtschaft gepumpt wird, von der Bundesbank einmal im Jahr oder ich glaube sogar monatlich veröffentlicht. Die Amerikaner veröffentlichen das vorsichtshalber nicht mehr. So, das ist wie gesagt die klassische Definition. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz die Auswirkungen davon an. Hier siehst du in der linken Spalte Wachstum der Geldmenge M3, Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland 1,7% im Jahr 2016, Wachstum der Euro-Geldmenge M3 5%. Das heißt, die offizielle Inflation ist demnach 0,2%. Sagst du, hä? Also vorne steht, also die Definition ist Geldmenge M3 minus Bruttoinlandsprodukt. 5 minus 1,7 ergibt 0,2. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Vollkommen richtig, du hast gut aufgepasst. Denn tatsächlich sind das 3,3%. Wir gehen mal weiter. Das ist übrigens Quelle, sind Eurostat und Focus Money. Im Jahr 2015 hatten wir offiziell gar keine Inflation. Die wahre Inflation lag irgendwo bei 3,5. Wir machen mal einen Sprung ins Jahr 2009. Offiziell waren es 0,3 Inflation. Die wahre Inflation nach dieser Definition, die Differenz zwischen minus 4,4 und 3,3 ergibt 7,7%. Das lasst ihr mal auf der Zunge zergehen. So, in den Folgejahren 2008 oder in den vorherigen Jahren 3,3 offiziell, inoffiziell 9%. So, Preisfrage, wie hoch war denn jetzt die durchschnittliche Inflation seit Einführung des Euro, seit 2002? Da will ich mal kurz reingucken. Wer da die richtige Antwort hat, kriegt ein paar Gummibärchen. Wo wir gerade beim Thema sind, tolle Fragen hier. Alles klar, spitzenmäßig. So, Preisfrage, Durchschnitt seit 2002. Bitte tipp das jetzt ein, sonst muss ich auflösen. Okay, na, hier kommt. Da! Sintonic! Hey, hey, Zwinker, Zwinker! Du schummelst! Das erinnerst du dich aus meinem letzten Offline-Seminar. Nein, toll, super, spitzenmäßig. Wir gucken mal rein. Also 7 minus 0,4, offiziell waren es 1,7 und die wahre Inflation vollkommen richtig, 6,6%, ein echter Highscore. Ganz toll für den Einwurf. Super. So, jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz den Warenkorb an. Was hat das jetzt für eine Bedeutung für dich? So, hier das, was ich vorhin schon ganz kurz erwähnt habe. Es gibt eben einen Unterschied in der Inflationsrate zwischen zum Beispiel Felix Fleißig. Der sitzt, was weiß ich, den ganzen Tag zu Hause, hat vielleicht keine Freunde, geht nie aus, fährt kein Auto und so weiter und so fort. Der hat eine geringere Inflationsrate als vielleicht Lars Lebemann. Ja, der muss vielleicht eine Freundin oder vielleicht hat er auch zwei Freundinnen oder er hat eine Frau und eine Freundin. Dann ist das Ganze entsprechend teurer. Das hier nur mal ganz kurz als Grafik. Also wie gesagt, da der Tipp, nimm dir mal die Zeit und ermittle mal deine persönliche Inflationsrate. So, wofür ist das jetzt wichtig? Ja, hier nochmal ein Kommentar aus Focus Money. Das ist übrigens eine Zeitschrift, die würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Die Beispiele zeigen, dass hier etwas nicht stimmen kann. Das Statistische Bundesamt weist jeden Monat eine Inflationsrate aus. Die wenigsten Deutschen haben jedoch den Eindruck, dass das auch ihrer persönlichen Preissteigerung entspricht. Daher stammt das Urteil, der Warenkorb sei falsch. Die Inflationsrate manipuliert. Aber der Warenkorb ist bestimmt nicht falsch. Er beruht auf repräsentativen Daten des Statistischen Bundesamts und an eine Manipulation glaubt praktisch niemand. Nur der Warenkorb eines Singles entspricht nicht dem eines Topverdieners. Der Warenkorb eines 70-Jährigen entspricht nicht dem
eines 20-Jährigen. Und das ist einfach wichtig, das solltest du wissen. Und, wie soll ich sagen, wenn die Inflationsrate jetzt Gefahr liefe, dass man zugeben müsste, dass die Inflationsrate vielleicht mehr als 1,5% ist, was wird dann gemacht? Der Klassiker. Lüge, Notlüge, Statistik. Ich glaube, Winston Churchill sagte mal, ich traue keiner Statistik, nur wenn ich sie selbst gefälscht habe. Irgendwie so. Hier kommt nochmal die Revision des Verbraucherpreisindex. Das Statistische Bundesamt hat mit Stichtag 21.02.2019 eine Revision des Verbraucherpreisindexes vorgenommen. Das bedeutet, als Bezugsjahr gilt nun nicht mehr 2010, sondern 2015. Zusätzlich wurde auch das Wägungsschemata angepasst und die Erfassungsmethode wurde verändert. Wichtig, als Folge davon ändern sich die bisher bereits vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden berechneten und bereits publizierten Werte des Verbraucherindex seit 2015. Noch wichtiger, ein Blick auf die alten und nach der Revision berechneten korrigierten Inflationsraten von 2015 zeigt, die neue Methodik führt zu niedrigeren Inflationsraten. Und du siehst es hier im Text, es wurde also 2019 geändert, 2015 geändert, 2010 geändert. Und ich meine zwischen 2002 und 2010 auch nochmal. Das heißt, wenn es nicht passt, wird es eben passend gemacht. So, ja, ich habe hier nochmal eine Übersicht, das will ich jetzt auch nicht weiter aus. So, und dazu vielleicht etwas Nachdenkliches von einem, naja, er wurde im deutschen Fernsehen jetzt als Staatsmann bezeichnet. Dieser Staatsmann hatte eher diktatorische Züge, hat sich damals auch selbst gekrönt. Es gibt kein, und da ganz wichtig, ich bin auch Deutscher und eigentlich ist das eine echte Beleidigung, aber leider hat dieser Franzose damit recht, der sich selbst zum Kaiser der Franzosen gekrönt hat. Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das Deutsche. Zwiespalt brauchte ich unter ihnen nie zu säen. Ich brauchte nur meine Netze auszuspannen. Dann liefen sie wie ein scheues Wild hinein. Vielleicht auch gerade in der aktuellen Situation mal zum Nachdenken. So, untereinander haben sie sich gewürgt und sie meinten ihre Pflicht zu tun. Törichter ist kein anderes Volk auf Erden. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden. Die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgten sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde. Und das Ganze sagte Napoleon der Erste. Also, ne, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Situation vielleicht mal zum Nachdenken. So, jetzt kommen wir aber endlich zum vierten Problem. Und das ist ein Problem, was fast jeden Deutschen ärgert und mich auch. Das ist das Thema Steuer, Einkommensteuer. Sehr offen. Nicht wie die üblichen trockenen Seminare.